Heute geht's in Berge im Porträt um einen Berg, der sich immer schon in der zweiten Reihe befand, der immer schon einen spannenderen Nachbarn hatte und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ein umso interessanteres Dasein als Berg genießt, zumindest bei jenen, die sich auf ihn einlassen. Heute in Berge im Porträt, der Lotse. Fünfundvierzig Jahre nachdem Reinhold Messner und Peter Habeler erstmals ohne Sauerstoff auf dem Gipfel des Mount Everest standen, geht es in den Medien vor allem mal wieder um den Everest, Reinhold Messner, künstlichen Sauerstoff und das Bergsteigen. Doch der Everest als höchster Berg der Welt hat einen Nachbargipfel, der tatsächlich nicht ansatzweise weit entfernt liegt und obwohl er weit über 8000 Meter hoch ist, dennoch ein Schattendasein genießt. Der Lhotse ist 8516 Meter hoch und damit der vierthöchste Berg der Welt. Er liegt in Nepal, an der Grenze zu China im Mahalangur-Himalgebirge in der Khumbu-Region. Soweit also alles wie beim Everest. Auch in seinem Aufbau hat der Lhotse Ähnlichkeiten mit dem Everest. Er besteht aus Vorsprüngen und kleinen Nebengipfeln, die alle zusammen den Lhotse bilden. Da gibt es den Lhotse Hauptgipfel, der 8516 Meter hoch ist, den Lhotse West mit 8410, den Lhotse Middle als Zwischengipfel mit 8372 Meter und den Lhotse Sa, den offiziellen Ostgipfel mit 8382 Metern Höhe. Das heißt, der Lhotse ist eigentlich ein Stück weit komplexer. Viele von euch kennen den Lhotse vielleicht sogar von dem ein oder anderen Everest-Bild. Oftmals nämlich, auch bei Besuchen des Everest Base Camps und bei Fotos, wird der Lhotse nämlich gern mit dem Everest, der sich aus manchen Winkeln versteckt, verwechselt. Sobald man am Aufstiegsweg zum Everest ist, befindet man sich nämlich auch auf dem Aufstiegsweg zum Lhotse. Bis zum Lager 3 nämlich teilen sich Everest und Lhotse den Aufstiegsweg, womit eine Sache recht leicht geklärt werden kann. Die Einsamkeit des Lhotses. Denn seien wir mal ehrlich, wenn man sich die Strapazen des Aufstiegs bis zum Camp 3 auf rund 7600 Metern angetan hat, dann geben sich die wenigsten mit dem vierthöchsten Berg der Erde zufrieden, wenn der höchste faktisch nebenan steht und nur noch 300 Höhenmeter mehr wären. Das erklärt auch das Schattendasein des Lhotses. Der Lhotse ist deutlich seltener bestiegen und noch seltener als selten sind seine Nebengipfel, vor allem der Lhotse Sa, bestiegen, die bis heute erst wenige Menschen überhaupt zu Gesicht bekommen haben. Nach diversen Quellen beläuft sich die Todesrate beim Lhotse Sa bis heute auf etwa 50%, womit er der tödlichste Gipfelpunkt über 8000 Meter wäre. Doch obwohl der Lhotse heute unbeliebt ist, war er bereits 1956 in den Fokus einer Schweizer Expedition geraten. Die Schweizerische Stiftung für Alpine Forschung hat eine Expedition zusammengestellt und finanziert, die endlich einen reinen Schweizer Gipfelerfolg auf über 8000 Metern feiern sollte. Die Expedition unter Albert Eggler errichtete am 7. April das Basislager am Khumbu-Gletscher. Anders als heute wurde bereits das vierte Lager auf 6800 Metern errichtet. Auf 7800 lag bereits das sechste Lager. Durch diese extrem engmaschigen Infrastrukturmaßnahmen war es möglich, mit relativ wenig Aufwand im Nachhinein schnell Personen auf die Gipfel zu bringen. Sowohl den Lhotse, der mit Fritz Luxinger und Ernst Reiß dadurch erfolgreich erst bestiegen werden konnte, als auch der Everest, der von Ernst Schmidt und Jürg Mamet das zweite Mal in der Geschichte bestiegen wurde. Die Expedition glich immer noch den Erfolgsrezepten der bisherigen 8000er-Expeditionen, mit groß angelegten Teams, Tonnen von Ausrüstung und einer straffen und langen Planung. Die Expeditionen danach, die gingen vor allem immer auf den Everest. 1986 erlangte der Lhotse aber erneut den Berühmtheitsstatus, denn Reinhold Messner war auf der Jagd. Auf der Jagd nach den 14 8000ern. In einem Rennen mit dem polnischen Alpinisten Jerzy Kukuczka ging es für Messner um den letzten Gipfel der Reihe. Das war der Lhotse. In einer bis dato unvorstellbaren Aktion ließ sich Reinhold Messner vom Basislager des soeben bestiegenen Makalus zusammen mit Hans Kammerlander zum Basislager des Lhotses fliegen. Ohne diese Heli-Mission wäre es schlicht unmöglich gewesen, den Lhotse noch vor Einbruch des Winters zu erreichen. Durch die Akklimatisierung am Makalu konnten Messner und Kammerlander den Aufstieg auf eine Minimalzeit verkürzen.
Am 16. Oktober 1986 stehen Messner und Kammerlander am Gipfel des Lotses, womit Messner der erste Mensch der Geschichte war, der alle 14 8000er erfolgreich besteigen konnte. Jerzy Kukuczka hat diese Liste im Jahr 1987, also ein Jahr später, ebenfalls erfolgreich beenden können. Mit dem Lotse war es aber trotzdem nicht vorbei, denn zwei große Fragen waren im alpinistischen Sinne beim Lotse jedenfalls noch offen. Also eine war auf jeden Fall noch offen und die andere ist es bis heute. Eine der Fragen war die Lotse Südwand. Denn die Lotse Südwand ist eine 3000 Meter hohe und absolut steile Felswand mit vielen eisigen Passagen, die direkt am Gipfel des Lotses endet. Die Besteigung dieser Wand galt lange Zeit als eine der größten alpinistischen Herausforderungen aller Zeiten. Ob es überhaupt möglich ist, über die Lotse Südwand den Gipfel zu erreichen und dabei auch noch im Rahmen des Bergsteigerischen verantwortungsvoll unterwegs zu sein, das stand ebenfalls zur Debatte. Klar war, die Lotse Südwand machte den Lotse spannend. So kam es 1989 erneut zu einem Treffen der beiden Alpinisten Messner und Kukuczka, diesmal an der Lotse Südwand. Bisher war sie noch immer noch unbestiegen und unbekannt. Kukuczka versuchte in seinem Stil eine Route auf eigene Faust und mit eigener Idee zu schaffen, stürzte bei diesem Versuch jedoch die Lotse Südwand ab und starb. Reinhold Messner war als Leiter einer Expedition im selben Jahr ebenfalls erfolglos, sodass die Südwand des Lotses weiterhin ein Mysterium blieb. Tomo Cessen, einer der berühmtesten Bergsteiger aus Slowenien, wollte im Jahr darauf ebenfalls einmal sich an der Wand probieren. Ihm gelang es jedoch, also vermutlich. Denn Tomo Cessen kann bis heute keine eindeutigen Beweise für die Besteigung des Lotses über die Südwand vorlegen. Jedoch waren seine Angaben so plausibel und schlüssig, dass es kaum Widerspruch bei seiner Leistung gab. Die Tageszeiten passten, die Beschreibung der Bedingungen, die Mondphasen, seine Kletterzeiten, seine Wetteransagen. Im Prinzip gibt es keinen Grund, ihm nicht zu glauben, außer eben, dass es keine eindeutigen Belege schwarz auf weiß gibt. Im Herbst des gleichen Jahres, also 1990, kam dann eine russische Expedition, die in einem großen Stil mit zusätzlichem Sauerstoff letztlich die Lotse Südwand durchsteigen konnte und auch Belege dafür lieferte. In manchen Kreisen wurde später gesagt, dass die Russen die Lotse Südwand sozusagen mit der Brechstange geknackt hätten. Zweifellos bleibt die Südwand des Lotse bis heute eines der kühnsten Abenteuer, in die sich ein Mensch freiwillig begeben kann. Vor allem sind auch die Südwände der anderen 8000er heute ein Schauplatz von Stein- und Eisschlag im Minutentakt geworden, sodass Einstiege auch künftig immer seltener und seltener werden. Offen ist bis heute eigentlich nur ein ganz großes Projekt. Ein Projekt, an dem sich die besten Alpinisten der heutigen Zeit die Zähne ausbeißen. Den Link, also die Verbindung, die Traverse von Everest und Lotse in einer Tour. Über das Hornbeinkolloar soll es erst auf den Everest gehen, dann der Abstieg zum South Col und dann auf den Lotse hinauf. Der Abstieg vom Lotse ins Camp 2 soll dann über den Normalweg erfolgen. Eine Traverse, die bis heute auf einen ersten Erfolg wartet, aber fast schon verhext scheint. Uli Steck und Tenji Sherpa waren bereits vor Ort und hatten dieses Ziel realistisch vor Augen. Wenige Tage vor dem Start zur Traverse stürzte Uli Steck bei einer Trainingstour auf den Nupze dann tödlich ab. Auch Kilian Jornet und David Göttler haben in diesem Punkt schon einsehen müssen, dass diese Tour extrem ist und vielleicht die Grenze des Menschenmöglichen in diesen Höhen ist. Es gibt also im Sinne des Lotses noch Abenteuer, die so gefährlich, waghalsig und schwierig sind, dass es nur wenige Menschen gibt, die es überhaupt wagen, darüber nachzudenken. Der Lotse als einsamer Ritter in der Masse der beliebten und teils überlaufenen Gipfel innerhalb des Kumbus. Er bleibt also auch in Zukunft in diesem Sinne etwas Besonderes. Ich hoffe, dass euch die heutige Episode Berge im Porträt gefallen hat. Falls ja, Däumchen nach oben, nicht nur vor dem Bildschirm, sondern auch auf dem Bildschirm. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!